Oha. Mal Schwein gehabt. Echt jetzt? Oh. Gerade noch rechtzeitig. Tut mir leid, dass ich spät dran bin, aber ich habe ein paar Freunde dabei, die euch helfen werden. Jane und ihre Truppen tauchen wie aus dem Nichts hinter euch auf. Geht es euch gut? Ihr scheint zumindest noch an einem Stück zu sein. Eure Hoheit, wie geht es euch? Carissa läuft auf den Prinzen zu und sieht sich seine Wunden an. Mir geht das gut. Diesel, Carissa, Jane, ich danke euch für meine Rettung. Charles verneigt sich vor euch. Jetzt verstehe ich, was Cheyenne uns vorhin sagen wollte. Der Rubinstein hat den Himmelstreppe verborgen. Ich kann spüren, dass sie da ist, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Um diese Illusion zu brechen, muss ich sie erst ausfindig machen. Jane schaut sich im Gebiet sorgfältig um. Carissa und ich geben dir Deckung. Mit vereinten Kräften werden wir diese Partisanen vernichten. Schalz nimmt seine Waffe und will sich auf den Weg machen. Okay, Diesel, geh mit mir auf die Suche nach der magischen Barriere. Jane läuft voraus und signalisiert dir, ihr zu folgen. Okay. Alle, fast alle gleiche Waffen, die ich nicht verkaufen kann. Okay, das ist komisch. Mist. Oh, hier. Diese, sie ist irgendwo hier. Ich kann es fühlen. Ich muss einen Weg finden, diese Illusion zu brechen. Jane hebt ihren Stab und schwingt ihn wild herum. Gut. Hier ist der Ort. Diese, ich fühle eine böse Macht, die sich stark wehrt. Ich brauche deine Hilfe, um den Dämon darin herauszulocken, sodass ich diese Barriere durchbrechen kann. Das ist ein Buch des Exorzismus. Hilf mir dabei, eine der Verzauberungen aufzusagen. Hier, Dida, sobald diese dämonische Kreatur herauskommt, tötest du sie. Dann kann ich den Zauber brechen. Okay. Oh, der schon wieder. Leben. Natürlich. Aus da.
Okay. Also war es ein Seelendämon? So ein Glück, dass du hier warst. Jane ist deutlich stärker geworden, seit du sie zuletzt gesehen hast. Sie ist jetzt eine verlässliche Magierin. Jane ist deutlich stärker geworden, seit der Erzmagier hier seine Macht überlassen hat. Marisa scheint deine Gedanken gelesen zu haben. Das ist merkwürdig. Die Illusion hat sich immer noch nicht völlig aufgelöst. Ich kann hier immer mehr Dinge unter der Oberfläche spielen. Könnten mehrere Verzauberungen übereinander dieser Dinge beschützen? Jane untersucht die unmittelbare Umgebung noch einmal und schüttelt den Kopf. Ich muss einen Weg finden, diese verfluchte Illusion zu brechen. Diese, lass uns weitergehen und das untersuchen. Jane winkt dir, ihr zu folgen. Genau wie ich dachte, diese Illusion ist gut geschützt. Es ist jetzt, als wäre diese Treppe hinter vielen unsichtbaren Barrieren verborgen. Lass mich schauen, wo die nächste Barriere versteckt ist. Jane nimmt ihren Stab und lässt ihn langsam kreisen, auf ihrer Suche nach der nächsten Illusion. Diese hier sieht noch robuster aus als die letzte, aber sie ist trotzdem kein Problem für uns. Wir müssen weitermachen, für Cheyenne. Jane hebt ihren Stab und rezitiert einige alte Zaubersprüche. Diese, kannst du mir helfen, einige dieser Bestienknochen zu zerstören? Diese Knochen tragen eine böse Aura in sich, die mich daran hindert, die magischen Barrieren zu neutralisieren. Hilf mir, die Bestienknochen zu zerstören. Nur so kann ich diesen verdammten Zauber brechen. Ernsthaft? Ehrlich? Hä? Achso, bin fertig. Großartig, du hast die Knochen zerstört. Die bösen Mächte, die meine Magie beeinträchtigt haben, scheinen jetzt schwächer zu sein. Schau mal, diesen Dium. Funken fliegen aus Jens Stab, als sie die unsichtbare Barriere zerbricht. Boah. Was ist das für ein Geräusch? Gemeinsam sucht ihr nach der Quelle des Geräuschs. Es sieht aus, als hätte dieses Ding die Barriere erschaffen. Ich habe bereits davon gehört, es ist ein Janus-Gesicht. Marisa schaut ruhig auf die Quelle des Geräuschs. Wenn du es zerstörst, wird die Barriere zerfallen. Also gut, Diesel, auf geht's! Schon wieder so einer. Besiegt. Oh.
Siehst du? Jetzt ist sie bei ihr weg. Großartig. Schau. Ist das die Himmelstreppe? Jane zeigt auf einen Punkt in der Ferne. Du folgst Janes ausgestreckten Zeigefinger und siehst, dass die Barriere verschwunden ist. Plötzlich erscheint ein Durchgang vor dir. Ein leuchtendes, saphirblaues Licht schließt aus dem Durchgang hervor und scheint direkt in den Himmel aufzusteigen. Du stehst wie gebannt da. Wow, ich kann sie fühlen. Diese, Jane, die letzte Götterträne, sie ist hier. Marisa scheint auf einmal viel ernster und konzentrierter zu sein. Die Götterträne ist in der Himmelstreppe, die nach der Rubinstern gesucht hat? Jetzt, wo die Barriere gefallen ist, kann ich zwei Auren spüren, die der Götterträne und der Himmelstreppe. Ja, ich bin mir sicher. Die Himmelstreppe und die Götterträne haben sehr ähnliche Auren. Wäre die Götterträne von Anfang an hier gewesen, hätte Amaris sie vielleicht nicht gespürt. Diese, ich hätte nie gedacht, dass ich sie beide auf einmal finden würde. Los, die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir haben den Weg zurück nach St. Polus endlich gefunden. Was für ein freudiger Tag. Ich informiere unverzüglich Prinz Charles. Ihr geht voraus, ich werde gleich nachkommen, sagt Jane fröhlich. Es ist deutlich zu sehen, wie unglaublich glücklich Marisa ist. All die harte Arbeit und die Opfer haben sich bezahlt gemacht. Wie du so darüber nachdenkst, verspürst du selber ein leichtes Glücksgefühl. Gehe zur Himmelstreppe. Ihr wisst, was es jetzt heißt. Abschied nehmen. Nicht ganz. Da ist ein Schloss vor. Der Tantaros-Stamm. Sie wollten mich beschützen. Marisa steht dort und redet mit sich selbst. Die Himmelstreppe war tatsächlich der beste Versteck für die Göttertränen. Ihr Menschen habt ein Sprichwort. Der gefährlichste Ort ist der beste Ort. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich glaube, das hier ist der Fall. Diese, Marisa, wir sind da. In Begleitung von Charles kommt Jane mit großen Schritten auf euch zu, ein breites Lächeln im Gesicht. Ich verstehe, die Himmelstreppe ist die beste Möglichkeit, zwischen der Menschenwelt und St. Polus hin und her zu reisen. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie auch das beste Versteck für die Göttertränen ist. Du meinst also, die letzte Göttertränen ist wirklich hier? Genau, sagt Marisa und nickt. Es gibt so viele andere Auren aus St. Polis hier, die die Göttertränen angezogen haben. Die Himmelstreppe wurde für uns St. Polisianer gebaut. Schlussendlich ist unser Aura hier sehr stark geworden und da diese der Aura der Göttertränen sehr ähnlich ist, könnte nicht einmal Amaris sie entdecken. So war es, bis Jane die Barriere gebrochen hat. Jetzt haben wir sie endlich gefunden. Jetzt habe ich die letzte Götterträne ausfindig gemacht. Sobald ich sie auf die Himmelswaage zurücklege, können wir nach St. Polis. Natürlich. Oh nein, die Göttertränen wurde gestohlen von Amaris.
mächtigsten Sandschiff Phönix. Mistkerl, er hat sie uns vor der Nase weggeschnappt. Jane schüttelt mit stinksauer den Kopf. Verdammt, wir hätten vorsichtiger sein sollen. Diese, wir müssen ihn verfolgen und die gestohlene Götterträne zurückholen. Marisa drängt dich zu handeln. Du fragst Marisa, ob sie spüren kann, wo die Götterträne ist und sagst ihr, dass du bereit bist, sie zurückzuholen. Ich kann sie immer noch spüren, sie ist dort drüben. Marisa zeigt die Richtung an und gibt dir zu verstehen, ihr zu folgen. Sie bewegt sich schnell, wir müssen unverzüglich hinterher, bevor es zu spät ist. Warte einen Augenblick, jetzt kann ich sie nicht mehr spüren, dort drüben ist sie verschwunden. Marisa zeigt in dieselbe Richtung wie zuvor. Dieser Ort, das Blütenmoor, ich glaube, sie bringen die Götterträne zurück zum Rubin-Heeresquartier. Du kannst es in Janes Kopf rattern hören. Wenn Marisa den Ort spüren kann, in dem die Götterträne verschwunden ist, fürchte ich, dass das der Aufenthaltsort des Rubinsteins sein muss. Selbst wenn wir sie verfolgen, können wir sie wirklich besiegen? Du hast recht, Jane, aber ich kann es einfach nicht glauben. Wie konnte das passieren? Die letzte Götterträne wurde direkt unter meine Nase entwendet. Marisas Augen sind voller Bedauern. Du siehst zu Marisa hinüber und sagst, sie soll sich keine Sorgen machen. Du wirst die gestohlene Götterträne auf jeden Fall zurückholen. Nun, wie wär's damit? Ich teleportiere uns zurück zur Azur-Lager. Wir berichten Prinz Alfonso, was passiert ist, und verfolgen danach die Göttertrainer. Ja. So, und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss.